Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Erkundungsteam Himmel. Ja, ich habe noch die verlangt. Stell dir mal vor. Denn der Anführer ändert sich wieder. Tutu. Sehr schön. Und dann geht's in die Salzwasserhöhle. Denn da haben wir zwei Aufträge. Wir müssen wieder irgendwelche Leute retten, die zu übermütig waren. So. Voll daneben. Aber egal. Hey, Luxusbox oder so ähnlich. Hey, nicht getroffen. Sehr schön. Okay. 73. So, du bist tot und dann können wir weiter. Mal schauen, wie weit wir müssen. Ladungsstoß. Nadelrakete. Wow. Wow, dieses Viech. Wow. Ultimativer Lag. Egal. Naja, eigentlich nicht egal. Ja, ist nicht egal. Einen Moment. Da bin ich auch schon wieder zurück. Und ein Gummi. Ein Gummi für Jack. So, Ebene 3. Was gibt's hier? Wow. Ja, lauft einfach. Alle da drüber ist schon recht. Ach, Schwalbeerfallen zählen echt zu den dümmsten von allen. Zumal man die Items einfach nur wieder anlegen muss und das echt einfach nur nervt. Aber gut, alle Fallen nerven. Ach ja. Schockwelle. Aber eigentlich müsste es hier ein ganz schöner Dungeon. Hier kann man schön entspannt durchgehen. Und lecker Gummibonbons fressen. Ebene 5. Erste Stilebene. So, Ladungsstoß. Yay. Kollege. Kommst du bitte hierher? Yay. Vielen Dank für das Retten. Und weiter geht's zur nächsten Mission. Du müsst ja noch jemanden retten. Ist es schon direkt auf dieser Ebene? Nein, natürlich nicht. Oh, Yugong ist durchaus nicht ungefährlich. An die Items kommt keiner ran. Hey, Ammonitas. Hat das Item-Sperre? Donnerblitz. Na. Donnerblitz. Und du kriegst auch einen Donnerblitz ab. Na komm schon, Treppe. Die Äpfel interessieren mich alle nicht. Meine Güte, wohin, bis wohin müssen wir denn? Stirb, Tentacher.
Und die nächste Schockwelle. Ein Kleinkiesel. Ey, super. Geld und komm schon, lass mich doch jetzt endlich mal ankommen. Yay, hier ist der dumme Spaten, den wir retten sollen. Dafür natürlich finde ich sofort die Treppe, aber nichts anderes. Na komm, stirb. Stirb du auch. Und stirb du auch. Wen müssen die überhaupt retten? Okay, okay. Immerhin jemand, der sich nicht übers Wasser fortbewegen kann. Geh kaputt. Ja, da bist du ja. Ja, natürlich retten. Was für eine doofe Frage. Ja, bitte lass mich gehen. Das hat länger gedauert als notwendig. Juhu, wir kriegen Geld. Und ein paar Pünktchen für unseren Erkunderrang. Und ein Rotgummi. Ist das ein Traum? Oh, da ist jemand hier. Wer ist das? Ich bin Cresselia. Cresselia? Oder Cresselia, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Deine bloße Existenz, sie treibt die Welt in den Ruin. In die Welt? In den Ruin? Wie sollte ich das tun? Indem du in dieser Welt bist. Weil du hier existierst, bleibst du bestehen, so wird die Welt zerstört. Okay. Gut zu wissen. Ja. Was war das denn? Gary schläft. Ich nehme an, das war ein Traum. Was für ein seltsamer Traum noch dazu. Naja, da kann ich wohl nichts machen. Es ist noch nicht einmal morgen. Ich lege mich nochmal schlafen. Ja genau, ignorieren wir den Traum einfach. Am nächsten Morgen. Oh ja, das Wetter ist heute wieder klasse. Lass uns heute unser Bestes geben, Jack. Ja, die nächste, ich sag mal, random Mission, die wir machen müssen. Ich will gucken, ob ihr was Gutes habt. Nein, habt ihr nicht was. Meine Güte, wo hast du die ganzen Äpfel her, Kollege? Ist heute Apfelschlussverkauf? Verkaufen. Ich habe ein bisschen wertlosen Schund, den ich verkaufen kann. Schade, Sam. Itemsperre, stille Orb. Und die paar Boxen. Jo, gibt das Geld her. Dann hätte ich gerne noch eine Mission für die Blizzard-Insel. Wenn es möglich ist. Okay, hier ist niemand. Dann können wir weiter. Wieder in die Gilde nachschauen, was es so gibt. Hier gibt es nicht viel, außer das Regenmeer ist eigentlich ein richtig cooler Auftrag. Gletscherhöhle U5. Ja, das ist etwas unangenehm, da jemanden zu suchen. Okay, Goldkammer oder das, das oder das. Was machen wir?
Wie machen die Blizzard denn so, komm? Ja. Heute geht's um Blizzard-Insel. Ist Ebene 10, oder? Nee, 11. Alles klar. Dann speichern wir. Und machen direkt den nächsten Auftrag. Blizzard-Insel. Juhu. Ach ja. Ein netter Ort eigentlich. Und wieder eine Mission mit einem Klienten. So, einmal hoch zu Keep. Hallo Meryl. Nein, du darfst nicht mit. Ich will das Geld haben. 180 Poké-Dollar. Beziehungsweise Poké sind ganz gut. Ey, Kollege, lässt du das wohl? Ich kann es überhaupt nicht haben, wenn die meine Klienten angreifen. Oh, was ein Spaß. 10 Millionen Fallen. Na komm. Super. Die Fallen sind ja richtig geil platziert worden. Aber naja, ist ja auch völlig egal. Sehr schön. Weiter geht's. Ladungsstoß. Und Singlebeere. Nom 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 nom. Wie, 113. Geld gefunden. Ui, ein Wandergummi. Wie schön, wie schön, wie schön. Und Ebene 6 geht doch ganz gut voran. Aber das hoffe ich auch, dass es gut vorangeht, denn sonst wäre das ziemlich nervig. Genauso wie dieses Enteron nervig ist. Power Punch. Braucht kein Mensch diese Attacke. Einmal kurz im Kreis gegangen. Und dann geht's wieder weiter. Schon Ebene 7. Auf Ebene 11 sind wir dann fertig. Lehrsam. Schockwelle. Und gleich nochmal Schockwelle. Weil auf den Typen habe ich keine Lust. Und schon wieder ein Schlafsamen. Donnerblitz. So. Aber wir sind bald da. Und es ist schön, dass es auch mal mit der Story so richtig weitergeht. Nach den ganzen, ja, nicht ganz so notwendigen Zwischenstufen. Vor allem die Ägishöhle war irgendwie unnötig, aber ist ja auch jetzt alles vorbei. Und wir können endlich weiterkommen. Das heißt, das reguläre Spiel sollte auch bald, ja doch, wir steuern langsam, aber sicher aufs Finale zu. Ach. Ich hasse diese ganzen random Encounter hier. Na doch, langsam kommt das Finale. Ich meine, es ist noch ein bisschen, aber wir sind auf gutem Wege zum Finale hin, sagen wir es so. Es ist halt echt noch ein ganzes Stück. Was mich aber durchaus freut, denn so schön das Spiel auch ist, aber so langsam. Puh, das Spiel ist halt lang, ne? Und irgendwann
geht einem dann schon so ein bisschen die Puste aus bei so einem langen Projekt. Deswegen freue ich mich durchaus, wenn bald das Finale kommt. In nicht allzu ferner Zukunft. Noch komm, bitte, lass mich doch einfach die dumme Treppe erreichen. Ach. Natürlich. So. Ja, greif weiter an. Ach, so dumm, ne? Warum muss diese Ebene jetzt so kompliziert und komplex aufgebaut sein? Und warum musst du mir im Weg stehen, du dummes Arschloch? Alter, wie ich das hasse. Diese Vollidioten, die nichts auf der Welt zu suchen haben hier. Ihr habt keine Daseinsberechtigung, ihr ganzen Pokémon in den Dungeons. Natürlich schlage ich zurück. Alter Kollege. Geh sterben. So. Juhu, endlich die Treppe. Ist die Zielebene erreicht? Oh, könnte das. Ist das die legendäre Goldkammer? Ja, endlich. Es ist die Goldkammer. Yippie. Ja, wo wir nicht rankommen. Weil wir können nicht über Wasser gehen und ja, sehr gut. Ja. Unser Klient ist seltsamerweise trotzdem zufrieden. Das ist so dumm. Ich meine, jetzt mal ernsthaft. Wir sind den ganzen Weg hierher gekommen und jetzt gehen wir ohne die Items mitzunehmen. Und unser Klient ist zufrieden. So, oh, ich habe die Goldkammer gesehen, also ich möchte nicht den Inhalt. Der ist mir egal, Hauptsache ich habe die Kammer gefunden. Etwas sinnlos hierher zu kommen, aber egal. Zumal es unseren Klienten auch ganz gut Geld gekostet hat, ne? 6500 Poker hatte sich den Spaß kosten lassen und hat jetzt nichts davon mitgenommen. Und noch ein Gem. 1000 Punkte. Noch eine Mission, dann gibt's einen Aufstieg. Schon wieder? Träume ich etwa wieder? Oh, da ist... Wer war das nochmal? Cresselia? Cresselia, bitte erzähl mir mehr von dem, was du mir letztes Mal erzählt hast. Du sagtest mir, dass meine Existenz die Welt in den Ruin treibe. Was meinst du damit? Du bist ein Mensch, der aus der Zukunft kam. Du bist nicht von dieser Welt. Das verursacht die Verzerrung des Raumgefüges. Verzerrung des Raumgefüges? Und falls die Verzerrung des Raumes weiter ausdehnt, dann wäre diese Welt am Ende. Die Verzerrung des Raumes wird die Welt zerstören? Du bist eine Existenz, die es in dieser Welt nicht geben darf. Du darfst nicht hier sein. Warte, bitte erzähl mir mehr. Daraus sieht wohl nichts. Ich kann nicht, ich schwinde dahin. Am nächsten Morgen. Hey Jack, komm schon Jack. Aufwachen Jack, es ist schon morgen. Hey, sieh dir das an. Das Wetter ist wieder super. Ich hatte wieder so einen Traum. Er fühlte sich allerdings seltsam realistisch an. Mir wurde gesagt, dass ich in dieser Welt nicht existieren dürfe. In meinem Traum, Cresselia. Sie sagte, dass eine weitere Ausdehnung der Verzerrung im Raumgefüge die Welt zerstören würde. Oh, die Verzerrung des Raums. Das haben wir irgendwo schon einmal gehört. Ja, das kennen wir. In der Glitzerquelle und so. Mir wurde gesagt, dass ich etwas mit der Verzerrung des Raums zu tun hätte.
Das habe ich bei der Glitzerquelle gehört. Wenn das so ist, was ich gehört habe über die Zerstörung der Welt durch meine Existenz, vielleicht stimmt es. Vielleicht steht durch meine bloße Existenz die Welt vor ihrer Zerstörung. Liegt es wirklich an mir? Warum bist du so Gedanken verloren? Das kenne ich gar nicht von dir, Jack. Komm schon, zeig etwas mehr Elan. Gary ist sogar noch schwungvoller als gewöhnlich. Aber Gary könnte recht haben. Es ist nicht sicher, dass ich die Welt zerstören werde. Selbst mit Lives hilft dir auch nicht weiter. Ich muss mich aufrappeln. Ja, so kenne ich dich, Jack. Machen wir auch diesen Tag zu etwas Besonderem. Tun wir das? Na. Hallo, wartet mal. Es gibt großen Ärger, Menschenskind. Ich bin froh, euch noch erwischt zu haben. Ich schätze mal, ihr wollt gerade eurem Tagwerk nachgehen. Was stimmt nicht, Beliza? Warum die große Eile? Und da ist Ärger im Anmarsch. Der kleine Azrul. Der kleine Azrul ist in Schwierigkeiten. Was? Azrul ist in Schwierigkeiten? Mal wieder? Sie haben das kleine Kerlchen in die Gilde gebracht. Beeilen wir uns, Jack. Azrul ist ja auch echt ein Ärgermagnet, ne? Zieht den Ärger förmlich magisch an. Herr Azrul, geht's ihm gut? Er scheint nicht in Lebensgefahr zu sein, aber... Was ist mit ihm geschehen? Er schläft und schläft und schläft, aber er wacht nicht mehr auf. Was? Er wacht nicht auf? Ja, ich versuche die ganze Zeit ihn zu wecken, aber er schläft immer noch. Ich habe Angst bekommen, deshalb habe ich ihn zur Gilde gebracht. Anscheinend quält ihn irgendetwas. Er ist so, seit er eingeschlafen ist. Als ob er leiden würde. Träumt er schlecht? Hey, hey, das könnte es sein. So wie der Kleine sich wälzend findet, scheint er einen Albtraum zu haben. Hey, hey. Hey, Plaudergei. Weißt du, wie er Zoll aufwecken kann? Mir fehlt leider auch eine Idee. In einen Albtraum gefangen zu sein, ohne aufwachen zu können, tagelang. So etwas habe ich noch nie gehört. Wir können ihm auch keine Beeren geben oder so, wenn er schläft. Wir sind mit unseren Latein am Ende, ein Heilmittel zu finden. Wir könnten... wer könnte wissen, wie man Albträume los wird? Hey, hey, hey. Leute, wenn ich mal was sagen darf. Was ist ein Bediener? Mir ist ein Gedanke gekommen. Da wir den Albtraum nicht verschwinden lassen können, vielleicht könnten wir wenigstens herausfinden, was für ein Albtraum er hat. Dann finden wir vielleicht auch heraus, warum der Kleine nicht aufwachen kann. Oh, richtig. Wir sollten den Traum von der Zoll ansehen. Wie soll denn das gehen? In einen Traum reinschauen. Hey, Menschenskind, tut mir leid. Eigentlich könnte das sogar möglich sein. Was? Hey, hey, wie soll das denn gehen? Wir gehen zu Traumato. Wenn irgendjemand das kann, dann Traumato. Traumato? Der Name kommt mir bekannt vor. Das ist das. Erinnerst du dich, Jack? Wir kennen Traumato. Das lassen wir nicht zu, Traumato, du Bösewicht. Wie habt ihr uns gefunden? Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Wir lassen die Belohnung eurer Gilde zukommen. Nochmals danke. Jetzt kommt mit. Tja. Ja, das ist der Traumato, dieser Gesetzeslose, der erste, den wir gefangen haben. Aber warum Traumato? Denkt daran, das sind nur Gerüchte. Ja, man sagt, Traumato hat die erstaunliche Fähigkeit, in die Träume anderer einzudringen. Wirklich? Er kann Träume eindringen? Es ist nur ein Gerücht. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, zumal ich gar keine Hand habe, sondern nur Flügel. Allerdings besteht die Möglichkeit. Okay, ich habe es kapiert. Wenn wir also Traumato finden würden, dann könnte er uns vielleicht einen Albtraum von Azrul bringen. Hey, Magnetilo. Warum bist du überhaupt hier, Magnetilo? Was ist mit Traumato geschehen, nachdem ihr ihn verhaftet habt? Traumato wurde von Oberwachmeister Magnizone intensiv in die Mangel genommen. Er drückte sein Bedauern aus und versprach, niemals wieder das Gesetz zu brechen, deshalb haben wir ihn freigelassen. So macht man das nämlich. Wenn jemand, ja, so ein Kindesentführer, den lassen wir einfach frei, wenn er verspricht, das nie wieder zu tun. Hey, hey, aber ist der wirklich schon sauber geblieben? Hört sich aber sehr verdächtig an, hey, hey. Krabskops, jetzt ist nicht die Zeit für Spitzfindigkeiten. Also, wo hält sich Traumato derzeit auf? Er ist ausgezogen, um seinen Geist und sein Bewusstsein zu reinigen. Er sagte, er wolle aus sich auf dem Mühsalberg und Selbstdisziplin üben. Mühsalberg? Das wäre in der Bergregion. Ach nee, echt? Okay, das ist also der derzeitige Aufenthaltsort von Traumato. Wir müssen los, Jack, auf zum Mühsalberg. Oh, Gary.
Vater von Smell. Wir versprechen, dass wir in Taumato zurückkehren werden. Uff, Gary. Ihr seid immer, wirklich immer für uns da. Vielen, vielen Dank. Dann ist es entschieden. Wir überlassen die Angelegenheit Team NWG. Alle haben Angst um Azrul, aber lassen wir Team NWG das regeln. Ihr anderen solltet weitermachen wie üblich. Alles klar, Pokémon, Leute, Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra. Es liegt an euch, Taumato zu finden. Lasst uns nicht hängen. Okay, legen wir los. Wir machen uns auf den Weg zum Mühsalberg. Lass uns Taumato finden. Ja. Weiter geht's. Njoi. Sind noch irgendwelche Jobs, die man machen könnte? Nichts Relevantes. Nein, nichts Relevantes. Andererseits reicht dieser Job ja auch, um einen Rang aufzusteigen. Hier noch irgendwas? Nein. Okay. Dann bereiten wir uns jetzt noch vor. Für diesen Dungeon, auf den ich jetzt schon keine Lust habe. Lagern. Ich lagere einfach mal alles. Abgesehen hiervon. So. Und dann nehmen. Drei Äpfel wären gut. Zwei Snee wären ruhig. Ein ganzer Haufen von Belebersamen. Weil der dann schon relativ gemein ist, muss man sagen. Dreimal Top-Elixier. Das reicht dann auch. So, was haben wir denn dabei? Apfel, Zimbeere, Belebersamen, Top-Elixier, ja. Und jawohl. Kann ich was für euch kaufen? Was noch sinnvoll ist? Nicht wirklich. Und bei dir? Was kann ich bei dir kaufen? Komm schon. Ui. Dankeschön. So. Und dann noch hier. Boah, so viel Geld. So. Allerdings ist das wieder ein Dungeon. Soweit ich weiß. Wo wir nur so zu zweit hingehen können. Oder? Ja, genau. Hör zu, Jack. Was würdest du sagen, wenn ich vorschlagen würde, dass nur du und ich gehen? Ja, genau. Ja, Gary meint, dass wir nur zu zweit gehen sollten. Mitglieder. Tja, tut mir leid, du bist auf Abruf gesetzt. Du darfst nicht mit, weil Story Dungeon und so. Außerdem wird er auch verlangen, dass Jack wieder der Anführer sein soll. Ja. Sehr gut. Dann können wir jetzt speichern. Und beim nächsten Mal an dieser Stelle weitermachen. Bis dahin. Ciao, ciao.